Moin moin und herzlich willkommen zur bereits achten Folge von Layers of Fear. Und ja, die letzte Folge war wieder ziemlich krass zu Ende gegangen, wie ich finde. Und ja, jetzt sind wir hier aufgewacht und haben wieder ein Dokument. Und ich glaube, ach nee, das hat man schon gelesen. Alles klar, hier sind wir wieder. Und jetzt müssen wir halt den nächsten Weg finden. Die Truhe haben wir auch bereits geöffnet. Und ich denke mal, dass wir einfach uns wieder durch diese Tür auf den Weg zurückbegeben werden. Das sieht so aus, ja. Okay. Weiter geht's. Ach, die Ratte wieder. Die rennen alle nach links, die Ratten. Ups, falscher Knopf. Will ich auch nach links? Eigentlich will ich nicht nach links. Wenn die Ratten dahin. Ah! Boah, Mann, ey! Mach doch nicht sowas mit mir. Ist es das alles wert? Es tropft von der Decke. Irgendein Scheiß leckt hier runter. Okay, dann ignorieren wir das einfach mal, ne? Ja. Ui. Sieht interessant aus. Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Hatte sie wohl geschlagen, wahrscheinlich, ne? Oh! Hier ist ein kleiner Raum. Eine Kurbel. Okay. Eine Resident Evil Gedächtniskurbel. Was hat das jetzt hier mit auf sich? Ist einfach nur ekelig, ne? Die ganze Wand wabert vor sich hin. Kann ich den Schrank öffnen? Nee. Aber ich nehme die Kurbel einfach mal mit. Kann da nicht schaden. Da ist eine Tür. Hier ist noch ein Schrank. Ja. Punkt. Okay. Okay. Zurück geht's nicht. Also vielleicht war es gut, dass ich die Kurbel mitgenommen habe. Sonst fehlt uns später vielleicht was. Ja! Scheiße. Will ich mich jetzt umdrehen? Nein, will ich eigentlich nicht. Es war ja eigentlich. Es war ja eigentlich klar, aber ich war neugierig, verdammt. Scheiße. Oh ne, jetzt ist die Kurbel weg. Oder was? Kurbel ist weg. Wo bin ich? Wo bin ich?
Scheißgeräusch wieder. Ach verdammt, ich hätte es nicht machen sollen. Es ist meine Kurbel weg. Ah! Es ist so ärgerlich. Man möchte halt auch gern andere Wege noch ausprobieren, ne? Und ich war halt neugierig. Steht da? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Okay, was ist das denn für eine Riesenapparatur hier? Handschellen? Sieht so aus. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier brauche ich wahrscheinlich die Kurbel. Ja, muss ich wieder zurückgehen oder was? Weil ich jetzt die blöde Kurbel nicht mehr habe, muss ich jetzt zurückgehen? Nee. Ich komme. Hier ist gar keine Tür, ne? Sonst. Oder? Ist hier in der Ecke was? Ich finde jetzt gerade gar nichts. Ich krieg die Tür so bestimmt nicht auf, ne? Ein bisschen Schmerz reicht weit. Also irgendwie muss ich hier was machen können. Das kann ich nicht anwählen. Da kommt das Geräusch her. Tja. Was soll ich jetzt hier tun? Kann ich an der Kette ziehen? Ah! Aha. Krass. Ja. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach sehr faszinierend gerade hier alles. Okay. Mal wieder etwas hellerer Raum, was mir sehr, sehr gut gefällt. Oh, diese Ratten! Den kann ich nicht nehmen. Der sieht so offensichtlich aus, der Brief. Ist hier was zum Einsammeln? Nee. Okay. Da ist dicht. You fucking took it from me! My gift! I want it back, you hear me? I will bring you back! Drag if I have to! I will make it right, honey, I promise! I will make you right! Ja gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch dieser Weg. Das Fenster ist gerade zugefallen, okay.
Irgendwie ist sie gerade lang gegangen, oder? Das ist ein Lichtschalter. Nein! Fuck! Kann ich da raus? Aha! Oh Mann! Nur zwei Schubladen, ja? Okay. Was ist das? Kann ich nicht sehen. Oh, das Bild hängt jetzt richtig rum, sehe ich gerade. Kleiner Mann. Okay. Ist das hier eine Tür? Nee, scheiße. Also werde ich wohl wieder zurückgehen müssen. Hier sind wieder so flüsternde Stimmen, die immer lauter werden. Ja, wir müssen wohl zurück. Mehr ist sie ja nicht. Ach nee, ich sehe schon wieder was. Ein Fahrstuhl. Ja, haben wir ja schon nicht so oft gehabt, ne? So. Wo geht's denn diesmal hin? Runter oder hoch? Ach so. Ja, schon klar. Immerhin fahren wir hoch. Das ist mir auf jeden Fall lieber. Okay. Aha. Oh, nö. Ich sehe nix. Notbeleuchtung. Super. Ich höre Schritte, ja. Oh, oben. Ach du Scheiße. Oh, Scheiße, wir fallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es reicht mir auch bald für heute. Scheiße. Es wird heute auch definitiv die letzte Aufnahme jetzt sein. Okay. Da ist Licht. Das heißt, da ist irgendwas. Was ist das denn? Hallo, ich möchte hier raus. Oh, meine Fresse, wo bin ich jetzt schon wieder? Das ist nichts. Ist da irgendwas drin? Nö. Ich kann den hier noch öffnen. Oh. Ja. Den bitte nochmal öffnen. Nicht. Auch nicht. Da kommen wir gar nicht auf. Okay, hier scheint nichts zu sein. Dann gehen wir
in diesen schönen kaputten Raum. Aha. Sich gerade nicht sehr gesund an. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Mhm. Muss mir das jetzt was Bestimmtes sagen? Nein, ne? Oh Gott. Okay. Draußen tobt immer noch das Unwetter. Und, ich habe keine andere Möglichkeit, außer wieder rauszugehen, oder? Oh, sieht gut aus. Ach, nö. Das denn schon wieder? Ach, das ist der Raum, wo wir unsere Tochter damals haben malen gesehen haben. Genau. Ah, okay. Ja, ich kenne den Abschnitt wieder. Und da ist hier eine Tür offen. Super. Wir sehen Licht. Da zittert was. Nee. Nee, ich will nicht. Oder? Nein, diesmal nicht. Diesmal nicht. Da saß irgendwer am Boden, hat da rumgezittert. Diesmal habe ich mir gesagt, nein. Oh, unser Arbeitszimmer. Da waren wir schon lange nicht mehr. Ganz am Anfang einmal und das war's dann auch. Aha. Aber die Leiter ist diesmal nicht umgekippt, die steht hier. Telefon. Will ich daran? Weiß es nicht. Wo ist denn das Telefon überhaupt? Da hinten auf dem Tisch? Nee. Hä? Ich sehe nicht mein Telefon, oder? Gucken wir erstmal die Schubladen an. Okay. Habt ihr das gesehen? Da lag eine tote Ratte. Ah. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat aus einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Aufführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen... Punkt, 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 Punkt.
Ja, das ist so eine kleine Sache, also eine kleine Kritik, die man dem Spiel jetzt ankreiden kann. Die benutzen dieses berühmte Gemälde für eins, was eigentlich fiktiv sein soll. Ist es aber nicht. Das gibt's ja wirklich. Das heißt nicht Babyface. So, hier ist aber nichts weiter drin. Alkohol natürlich. Ja. Das Klingeln ist hier lauter, aber ich sehe hier kein Telefon. Und ich bin blind. Ach. Aha. Talk to me. Why won't you talk to me? Es gibt sogar irgendwie eine Nummer, die man hier wählen kann, glaube ich, und da passiert irgendwas, aber ich kenne die nicht. So. Ich möchte mal 110 wählen. Und wie ist es in Amerika? 911? Ich bin gerade nicht sicher. Es war ein Versuch wert. Geil. Da gab es eine Errungenschaft für. Und 555? Nee. Also es gibt sicherlich irgendwie noch eine Nummer, wo man eine Errungenschaft für bekommt. Aber ja. So. Ja. Mehr ist hier nicht, ne? Die Tür ist zu. Schön. Kann ich die Tür wieder zumachen hier? Nee. Ja, wo soll ich jetzt hin? Liegt da noch was? Nö. Haben wir noch ein Buch, woran ich ziehen kann? Hier irgendein. Nö. Hä? Ah! 363 steht da. Und guck mal, der guckt da sogar drauf. 363 soll ich wählen, alles klar. Das finde ich aber eine geile Sache. So. Und jetzt? Haben wir das gewählt? Es klingelt wieder. Kann ich jetzt gehen? Nein. Oh, das ist noch ein Was ist das denn? Wow! Krass! Was geht denn hier ab? Geil! Also an den folgenden Abschnitt kann ich mich jetzt sogar noch ein bisschen erinnern, aber das sieht ja mal geil. Das wusste ich jetzt nicht mehr so. Krass. Dann gehen wir mal den Klingeln nach, wa? Kann ich da rein? Ah, jetzt bin ich oben. Kann zwar theoretisch gar nicht hinkommen, aber geil. Ja.
Kann ich hier drauf lang gehen? So knapp hier. Tatsächlich. Da ist das Telefon. Ich kann wieder was wählen. Habe ich wieder einen Hinweis auf irgendeine Zahl? Oh, da fällt ein Schrank runter. Da steht was drauf. 853. Okay. Geil. Sehr geil. Ey, ich liebe sowas. Okay. Anscheinend klingelt das nächste Telefon. Ach, jetzt bin ich auf der Seite, wo der Schrank runterfiel. Geil. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh, ist das cool gemacht? Und der hat immer noch die Zahlen hinten drauf. Nee, hat er nicht. Der ist jetzt andersrum. So, wo muss ich jetzt lang? Wieder hier rum. Okay. Oh, ist das alles krank? Telefonspaß vorbei. Wow. Aber das Spiel nimmt jetzt schon ziemlich kranke Züge an, ne? Es ist wirklich so. Ich liebe das. Es ist so gut. Ja, wo gehe ich jetzt hin? Telefon kaputt. Soll ich mal Tür zumachen, wieder aufmachen? Das hat nichts verändert. Kann ich hier irgendwas machen? Außer, dass es jetzt hier zittert. Kann ich da noch weitergehen? Dann falle ich doch bestimmt runter, oder? Da komme ich auch nicht weiter. Kann ich hier am Rand... Nee. Fuck. Scheiße. Ob das richtig... Ich weiß es nicht, ob es richtig war. Wo bin ich denn? Okay. Da ist der kleine Mann. Also ich lebe anscheinend noch. Gut. Ich glaube auch nicht, dass man hier sterben kann in dem Spiel. Da ist ein Schrank. Den komme ich aber nicht ran. Okay. Ja, dann muss ich ja wohl die Treppe hier hoch. Komme ich jetzt... Wo komme ich denn jetzt raus? Im Arbeitszimmer. Natürlich. Aber der Raum ist weg. Also die Decke ist... Der Raum ist wieder normal, sagen wir mal so. Relativ. Kann ich das nochmal machen? Tatsächlich. Das Bild ist auch wieder normal da hinten. Und hier ist immer noch eine Tür hinter. Also ich muss hier wieder lang, ja? Okay. Nutze alles nichts. Da konnte ich jetzt nichts für. Ach, hier bin ich wieder. Also muss ich hier wohl doch noch irgendwas machen. Das muss ich wohl nochmal machen hier. Okay. Wenn sich das hier wiederholt, habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. It never will.
Also runterfallen ist nicht die richtige Lösung, das haben wir jetzt schon festgestellt. Vielleicht muss ich hier die Tür nochmal schließen. Ne, kommt noch richtig zumachen. Geht nicht. Also hier ist nichts. Ich darf aber auch nicht runterfallen, wie es aussieht. Ist das hier eine Tür? Also runterspringen ist nicht richtig. Wo, was soll ich denn tun? Da hinten ist eine Puppe. Oh! Die ist verschwunden. Drei, fünf, vier. Alles klar. Aber das Telefon ist doch kaputt, oder? Es ist wieder da. Ha! Okay. Drei, fünf, vier. Ach du Scheiße. Oh fuck. Nein. Scheiße. Ich kann nichts tun. Nein. Was ist das? Wo bin ich? Da hat sich irgendein Buch festgepackt. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Ich glaube, wir gehen hier mal raus. Geht nicht. Ja. Wir kommen auf jeden Fall nicht mehr hier raus. Ach, da ist ein Telefon, ich Idiot. Ja. Das Bild hat sich festgebackt, wie es aussieht. Das Buch. Und ich möchte hier eigentlich nur noch raus. Gibt es hier irgendwas aufzuheben? Dass es hier weitergeht. I needed something to add the, how should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Es ist jetzt ein bisschen schade gerade, dass dieser Soundbug hier alles kaputt macht, dieses Buch, was hier eingeklemmt ist. Aber ich möchte mit euch noch gerne ins Atelier, denn wir haben wieder eine Runde beendet, wie es aussieht. Genau. Okay, weg ist er. Das machen wir jetzt noch eben, dann wird die Folge ein bisschen länger. Und dann haben wir einen guten Punkt, finde ich, um die Session zu beenden. Beim nächsten Mal haben wir dann noch einen Durchgang durchs Haus, aber damit ist noch nicht Schluss. Das kann ich euch schon mal sagen. Mal gucken, ob wir noch was gefunden haben. Ja, das hatten wir alles schon. Ja, also den hatten wir auch schon. Also ich habe echt wenig gefunden. Oder ist halt wenig Möglichkeit. Der könnte neu sein. Der hier. Ja, also es fehlt einiges. Okay. So. Dann an der Wand ist, glaube ich, nichts Neues dazugekommen. Nee. Es liegt aber auch teilweise echt daran, dass alles sehr, sehr dunkel gewesen ist. Und oh, ich kann die gar nicht mehr richtig öffnen, hier die Schublade, weil hier alles zugewuchert ist mit diesem dunklen Schlamm und Dreck. Okay, wir gucken nochmal in die Truhe rein. Da ist diesmal gar nichts drin. Interessant. Mehr ist hier aber anscheinend auch nicht.
Wie heißt denn die nächste Aufgabe? Trial and Error. Versuch und Irrtum. Schön. Okay, dann, ja. Nutzen wir den Finger. Und gucken, wie sich das Bild weiterentwickelt. Ich bin gespannt. Oh! Jetzt wird aber schon deutlich, dass wir hier auf jeden Fall eine Frau malen. Ob das unsere Frau ist, weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Ich hab den Zettel nicht gelesen, fällt mir gerade ein. Scheiße. Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren, verloren, alleine, hoffnungslos, endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg. Beende es. Ja. Okay, das war also diese Klappe jetzt. Der Finger. Okay. Ja, denn, Leute. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Und beim nächsten Mal gebe dann hier in den sechsten Lauf Trial and Error. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.